Heinz Helle wurde 1978 in München geboren. Er ist Philosoph, Texter und Autor und hört Hip-Hop genauso gerne wie Bach. In München und New York studierte er Philosophie und arbeitete nebenbei in Werbeagenturen. Von 2009 bis 2012 studierte Helle am Schweizer Literaturinstitut in Biel. Die Folge? Philosophischen Fragestellungen begegnet er nun mit Prosa. Er ist nach dem Studium in der Schweiz geblieben, verheiratet und Vater einer Tochter. Wunderschönen guten Tag, Herr Helle. Guten Tag. Was haben Sie gelesen in der Jugend? Schund, hoffe ich? Ja, natürlich. Ich habe Ein Kampf um Rom gelesen. Gut, das ist Schund insofern, als es halt sehr deutschnational ist, natürlich. Mhm. Und dann habe ich aber auch irgendwann tatsächlich Kafka gelesen. Und das lag wahrscheinlich dran, weil meine Schwester, die ist jetzt mittlerweile Deutschlehrerin, und das hat sich da schon abgezeichnet. Hat sie mir, hier, das musst du lesen. Und hier, Faust hat sie mir damals auch schon gegeben und so. Hatten Sie so eine Punkrock-Phase oder so eine emotionale Punkrock-Phase gegen Ihre Eltern? Nee. Nicht? Ja. Wieso nicht? Bei uns wurde Harmonie immer sehr groß geschrieben. Werbetexter. Wie lange war das? War nicht so lang? Dauert 2-3 Jahre? Oder wie lange? Nee, das geht immer noch. Also, ach so. Ich habe das noch nicht ganz hinter mir gelassen. Also ja, ich merkte dann nach ein paar Semestern Philosophie, das finde ich spannend, das will ich weitermachen. Gleichzeitig war völlig unklar, wie man dann irgendwann mal seine Miete bezahlt. Und dann habe ich ein Praktikum als Werbetexter gemacht und das konnte ich einfach irgendwie. Das lief. Hm. Dann wurde ich direkt eingestellt und dann lief das immer so parallel. Immer ein bisschen mehr Werbung, ein bisschen mehr Philosophie. Bis zum Abschluss. Und dann habe ich eine Weile nur Werbung gemacht. Und dann merkte ich, das geht nicht. So, das kann nicht alles sein. Und dann bin ich nach Biel gegangen, um Schreiben zu studieren am Schweizerischen Literaturinstitut. Und dann habe ich lustigerweise, gerade als ich die Zusage für Biel hatte, auch noch die Möglichkeit bekommen, mit einem Stipendium nach New York zu gehen, um da eine Doktorarbeit in Philosophie zu schreiben. Mhm. Und dann habe ich das so parallel gemacht. Und ab da wurde das mit der Werbung dann immer ein bisschen weniger. Mhm. Und jetzt mache ich es gerade ein halbes Jahr nicht, jetzt schreibe ich gerade nur. Aber dann werde ich irgendwann wahrscheinlich schon mal wieder ein bisschen Geld brauchen. Wie passiert das? Wie ist also dieser Vorgang des Schreibens? Weil ich stelle mir aber bei einem Autor vor, ist der jetzt einer, der lässt es fließen? Das konnte ich mir bei Ihnen nicht so vorstellen. Vielleicht liege ich da auch falsch. Ich dachte, dieser Mann hat erstmal sehr, sehr viele Sätze, die er sich irgendwo hinklebt, weil es gab teilweise Sätze, die so für mich rausstachen. Also wirklich so Sätze, um die sich ganze Kapitel irgendwie, ja, weiß nicht, so ranken und fast wie eine Erlösung ist, wenn dieser Satz dann endlich erscheint und dass das Kapitel vollständig ist. Wie machen Sie das? Am Anfang gibt es nur einzelne Sätze oder vielleicht dann mal so einen Satz, der dann noch so 2, 3 andere erzeugt. Aber es ist kein, es gibt am Anfang weder eine Struktur noch einen Plot. Ich versuche Sätze zu finden, die mir gefallen und die mich rhythmisch und die mich irgendwie die etwas in Gang setzen bei mir. Und diese Sätze sammle ich und dann nachher versuche ich sie irgendwie anzuordnen und gegebenenfalls dann die Lücken dazwischen zu füllen. Und dann irgendwann erst im Laufe des Schreibens zeichnet sich dann ab, was eine mögliche Struktur für das ganze Ding sein könnte oder was für eine Handlung da noch notwendig ist, weil irgendeine braucht man ja dann doch immer. Eigentlich müssten wir tanzen, so heißt das neueste Buch. 5 Männer aus derselben Vorstadt, ewig Freunde, machen sich so auf den Weg von beim Urlaub in der Berghütte, gehen runter, merken, alles ist zerstört. Was ist für Sie Freundschaft? Hat das überhaupt was mit zu tun oder liege ich vollkommen falsch? Nee, das ist ein zentrales Thema, Freundschaft. Ich habe kurz bevor dieses Buch dann kam oder diese Sätze kamen, die das Ganze auslösten, habe ich einen guten Freund verloren. Und das hat natürlich diese Merkwürdigkeit, wie dann das aber auf eine Art und Weise völlig folgenlos bleibt für das eigene Leben und es geht weiter. Und der Freundeskreis, wo er ein Teil war, der besteht weiterhin ganz normal. Und das hat mich irgendwie beschäftigt. Und insofern hab ich mich tatsächlich gefragt, was ist Freundschaft überhaupt? Und wie viel bleibt davon übrig, wenn die äußeren Umstände, an die wir alle gewohnt sind, wenn die plötzlich wegbrechen.
Es gibt so einen kleinen Werbefilm, wo eine, ich glaube, Chefin von einer vom Hörbuchverlag sagt, ja, ich habe das Buch von dem Herrn Helle gelesen, wunderbar. Ich finde es auch ganz, ganz toll. Aber als Hörbuch, nee. War das von Ihnen eine Vorgabe, dass Sie gesagt haben, bloß kein Hörbuch, weil es vielleicht wirklich, wie diese Frau gesagt hat, teilweise dann zu heftig wird? Nee, das war eigentlich ein sehr konstruktiver Umgang mit einer Absage. Ah, also die, okay. Wir hatten Ihnen das Hörbuch angeboten und das hat sie dann eben aus den genannten Gründen abgelehnt, weil sie hatte das, sie hatte das Gefühl, dass dieser Text zwar gut ist, sie mochte ihn, aber man muss ihn lesen und man muss ab und zu aufblicken können und sehen können, dass das alles noch in Ordnung ist. Und sie hatte das Gefühl, wenn man das direkt ins Ohr erzählt bekommt, ist es zu hart oder zu brutal. Sie haben vorhin gesagt, Sie schreiben gerade. Ich will gar nicht wissen, um was es da geht. Das werden wir ja noch erleben. Wie viele Bücher, glauben Sie, haben Sie noch in sich? Das ist schwer zu sagen. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie alt ich werde. Aber ich würde schon gern so alle 3 bis 5 Jahre eins machen. Macht Spaß. Ja. Sehr gut. Dann machen Sie das bitte auch, weil die Bücher sind toll. Vielen, vielen Dank, Herr Helle, fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Dankeschön.